Hallo, heute zeige ich euch, wie ihr euch eure eigenen Zauberstäbe im Harry Potter-Style basteln könnt. Ihr braucht dazu Papier, eine Schere, einen flüssigen Kleber, einen Stift, einen Pinsel und zum Beispiel Wasserfarbe oder auch Acrylfarbe. Ich habe es einmal so und einmal so ausprobiert, in beiden Versionen hat es gut geklappt. Zuerst nehmen wir den Stift und legen ihn an eine Ecke vom Papier und rollen das Papier ein. Dann nehmen wir den Stift raus und kleben das Ganze zu. Schaut, dass ihr das wirklich gut zuklebt. Danach schneiden wir beide Enden ab, damit der Zauberstab eine runde Form hat. Jetzt machen wir aus Papier zwei kleine Kugeln, die wir in beide Enden des Zauberstabs stecken und ein bisschen ankleben, um ihn zuzumachen. Jetzt braucht euer Zauberstab noch einen Griff bzw. ein paar Verzierungen. Deshalb schneiden wir kleine Streifen aus dem Papier, die wir an der Ecke einrollen. Schaut, dass ihr das Ganze wirklich so klein wie möglich einrollt. Dann klebt ihr es zu, drückt es platt und rollt es ein wenig ein. Am besten macht ihr noch ein paar weitere. Wir kleben die Streifen dann am unteren Ende des Zauberstabs an. Hier könnt ihr so kreativ sein, wie ihr wollt. Ihr könnt die Streifen auch bis zum Ende des Zauberstabs ziehen und auch mal größere und mal kleinere machen. Der Zauberstab schaut jetzt schon ziemlich cool aus, noch cooler können wir ihn aber machen, wenn wir ihn anmalen. Ich habe braun genommen, weil die Zauberstäbe ja oft aus Holz sind, aber ich glaube in anderen Farben und noch bunter schauen sie auch richtig cool aus. Ich habe es einmal mit Acrylfarbe und einmal mit Wasserfarbe probiert, beides hat super funktioniert. Jetzt nur noch trocknen lassen und fertig ist euer eigener Zauberstab. Wenn ihr einen selbst gebastelt habt, schickt ihn uns doch gerne auf Instagram oder auf Facebook. Teilt das Video gerne mit all euren Freundinnen und Freunden. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!